Hi Friends, einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute wird es eklig. Ihr wisst es, wir sind mitten im Umzugsvorbereitungschaos und demzufolge muss ich natürlich so ein bisschen meine Make-up-Sammlung durchschauen. Was nehme ich mit? Was will ich alles von dem ganzen Make-up, was ich hier habe, mitschleppen? Und deswegen bin ich durch meine Make-up-Sammlung gegangen und habe wirklich die ältesten Produkte rausgesucht, die ich in der Sammlung habe. Problem war für mich so ein bisschen, weil ich ja regelmäßig aussortiere, dass ich einige Produkte nicht mehr hatte, aber sie neu gekauft habe. Deswegen werdet ihr, ich glaube, zwei Produkte sehen, die neu sind, aber zu meinen ersten Make-up-Produkten gehören. Und ich hoffe, ihr habt darauf Lust. Ich hoffe, es geht euch gut und ich würde vorschlagen, wir starten direkt. Ich freue mich, dass ihr heute alle mit dabei seid und ich würde mich freuen, wenn ihr dem Kanal ein Abo dalasst und das Video mit einem Daumen nach oben markiert. Ich merke, dass das oft einfach vergessen wird, deswegen freue ich mich, wenn ihr einfach jetzt mal schnell auf diesen Like-Button drückt. Das hilft dem YouTube-Algorithmus natürlich, dass meine Videos genauso bei euch ankommen, wenn euch die Videos von mir interessieren. Ganz am Anfang, um das so ein bisschen zu erklären, wie habe ich entschieden, dass das die ältesten Produkte sind. Natürlich einmal weiß ich, welche Produkte habe ich in der Schminksammlung. Auf der anderen Seite steht hinten, aber auch immer in so einem kleinen Cremetiegel eine Zahl. Hier beispielsweise 12 Monate. Auf der Foundation 12 Monate. Auf dem Puder 12 Monate, bei manchen 6, bei manchen 34. Das ist so die Verpflichtung der Firmen, um zu sagen, wie lange hält so ein Produkt mindestens. Bei Puderprodukten ist das nochmal ein bisschen anders, weil sich da einfach nicht so schnell Bakterien oder Pilze sammeln können wie in Cremeprodukten. Alle Puderprodukte, die ich jetzt hier drin habe, sind noch fein. Bei den Cremeprodukten, vor allen Dingen bei etwas, wo ihr mit dem Applikator in Kontakt kommen könnt, kann es auch passieren, dass es unter 12 Monaten umkippt. Dafür werden diese Stabilitätstests gemacht, deswegen dauert es tatsächlich auch so lange, bis Produkte auf den Markt kommen. Das bedeutet, wenn ich jetzt ein Produkt rausbringen möchte, sei es, weiß ich nicht, ein Primer, muss ich einen Stabilitätstest machen. Und wenn der ein paar Wochen gelaufen ist und ich dann feststelle, irgendwas in der Formulierung ist falsch, deswegen kann ich das Produkt nicht rausbringen, muss es neu formulieren, verschiebt sich diese Stabilitätstestzeit einfach und Sicherheitstestzeit einfach ganz weit nach hinten. Deswegen dauert es so lange, Produkte auf den Markt zu bringen. Das ist eine wichtige Sache und eine richtige Sache. Trotzdem empfehle ich euch, schaut immer so ein bisschen auf euer Gefühl, wie die Produkte sind. Bei Puderprodukten könnt ihr das ganz gut sehen. Bei Lippenstiften, Mascaren und etwas, wo ihr mit Pipetten in Kontakt kommt, macht es lieber einmal zu früh weg als einmal zu spät, weil eine Augenentzündung ist nicht schön. Ich sehe aus wie ein Backstreet Boy. Let's go. Wir starten mit dem Primer und das ist der Wet n Wild Prime Focus Primer. Ich liebe den. Ich habe den damals als Wet n Wild, oder als ich mit YouTube zumindest angefangen habe, wirklich rauf und runter genommen, weil der recht günstig war und ein wirklich schönes Finish erzeugt hat. Der zieht super schnell ein. Der ist so... Gut, dass ich es mir direkt ins Gesicht schmiere, ohne dran zu riechen. Er riecht schon ein bisschen drüber. Es ist aber noch okay für das Video. Danach kommt er weg. Er ist ein sehr, 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 sehr schöner Primer. Er zieht super, super schnell ein und versorgt die Haut einfach maximal mit Feuchtigkeit. Jetzt wird es gleich spannend, denn ich habe jetzt hier eine Foundation und ich könnte wetten, dass die ist, dass die bestimmt schon 4 Jahre alt ist. Das ist die Maybelline Fit Me Luminous and Smooth Normal to Dry Foundation in der Farbe 120. Ich glaube, sie ist ein bisschen zu hell. Sie riecht aber auch noch okay. Da ist es nämlich nicht ganz so schlimm, weil da ein Pumpspender drin ist, der luftlos ist. Und ich arbeite mir die Foundation jetzt einfach erstmal in meinem Gesicht ein. Vielleicht in einer leichten Schicht, dann passt das Ganze. Ihr könnt mir jetzt gerne einmal in die Kommentare schreiben, welcher euer ältestes Produkt ist, was ihr in eurer Schminksammlung habt. Ich habe hier ein Produkt, von dem ihr, da werdet ihr umfallen, wenn ihr hört, wie alt das Produkt ist. Das ist ja nicht ganz so alt wie ich, aber schon ziemlich nah. Die Foundation habe ich sehr, 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 sehr lange nicht mehr getragen. Gefällt mir jetzt auf den ersten Eindruck wirklich, wirklich gut. Ich gehe auch nur mit einer leichten Schicht einmal rüber. Sie deckt gut ab. Sie sieht sehr frisch aus. Da sehe ich jetzt noch nichts, was vielleicht ein bisschen schlecht sein könnte. Ich glaube, es ist immer wichtig, dass man sich so ein bisschen auf seine Nase
und auf sein Bauchgefühl konzentriert bei diesen alten Make-up-Produkten. Ich habe Lippenstifte leider aussortiert, die teilweise wirklich schon Schimmel dran haben. Das ist halt etwas, was super, super schade ist, was mich dann persönlich immer so ein bisschen ärgert, weil ich ja sehr, sehr viele Produkte hier habe, die ich auch nie aufbrauchen kann, weil ich 700 Lippenstifte hier habe und ich sie dann einmal benutzt habe und auf meine Lippen gegeben habe und dann kommen da natürlich Bakterien ran und das so ein Make-up-Produkt ist was ganz, ganz Schönes für eine Bakterie. Es ist feucht, es ist meistens recht warm, manchmal steht es auf dem Tisch, es kommt viel Licht dran und da entsteht dann natürlich ganz, ganz schnell eine Bakterienkultur, was natürlich absolut unhygienisch und teilweise auch wirklich gefährlich sein kann. Deswegen riecht immer ein bisschen dran, schaut es euch genau an und dann könnt ihr so ein bisschen entscheiden, wie es geht. Aber als Guideline habt ihr wirklich immer diese Monatsangabe. Probiert euch so ein bisschen dran zu halten und vielleicht ist das Video ja auch eine kleine Motivation jetzt für euch, entweder am Wochenende jetzt oder irgendwie die Tage, mal durch eure Schminklehrensammlung durchzugehen und zu schauen, welche Produkte wie alt schon sind, was steht drauf und wie lange kann man sie eigentlich noch sicher benutzen. Und dann riecht dran, schaut dran und wenn ihr wisst, okay, noch ist es in Ordnung, aber ihr wisst, das ist eigentlich schon über der Zeit hinweg, probiert die Produkte aufzubrauchen. Ich probiere meinen Content mittlerweile auch so ein bisschen darauf auszulegen, dass wir einfach Produkte aufbrauchen und dass wir das meiste Geld aus den Produkten holen. Und das ist mir wichtig, euch das mitzugeben. Foundation sieht klasse aus, sie ist jetzt tatsächlich ein bisschen hell. Ich habe nämlich gestern Abend wieder meine Self-Tan-Session gehabt und da ist das dann natürlich nicht mehr ganz so passend. Bei Concealern fiel es mir tatsächlich recht schwer, weil ich eigentlich alle Concealer immer gleich wegmache, die ich nicht benutze. Ich habe hier aber zwei und zwar sind das die Essence Camouflage Matte Concealer. Die sind auch 12 Monate theoretisch haltbar, aber die haben einen Schwämmchenapplikator, mit dem ich direkt auf die Haut gehe und ab und zu natürlich auch auf eine Unreinheit. Das ist immer so ein bisschen kritisch. Theoretisch, wenn man den normal benutzen würde, wäre es kein Problem. Ich nehme einmal den Matte Concealer in einer dunkleren Farbe und den Glow Concealer in einer helleren Farbe, um das einfach so ein bisschen aufzuhellen. Ich weiß nicht, wie ihr da so tickt. Ich bin tatsächlich meistens immer sehr, 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 sehr vorsichtig, was Produkte mit Schwämmchenapplikatoren angeht. Er lässt sich aber auch noch gut verblenden. Es heißt ja auch nicht, dass die Produkte dann nach 12 Monaten weggeschmissen werden sollen. Aber mir ging es jetzt wirklich darum, ich habe nämlich ein Produkt hier. Oh, Freunde, das habe ich mal geschenkt bekommen und ich habe eben gegoogelt, von wann dieses Produkt ist. Kommen wir gleich zu, bleibt also dran. Der Concealer ist einmal eingeblendet und ich habe ein Puder eben noch schnell geholt, weil ich ein Puder vergessen habe. Und das ist das hier. Das ist das Becca Hydra Mist Set and Refresh Powder. Erinnert ihr euch? Das ist schon sehr, 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 sehr lange her. Becca gibt es mittlerweile ja gar nicht mehr. Das ist ein Puder, was sich nass angefühlt hat. Das geht gerade wieder so ein bisschen viral, aber von einer anderen Marke. Mittlerweile gibt es ja auch von Love und ich glaube von, oh Gott, ich weiß es gar nicht. Das ist extrem fein gemahlen. Und es fühlt sich leider nicht mehr nass an. Das war damals wirklich, wirklich krass. Sowas gab es nicht. Es war aber, glaube ich, ein gutes Puder. Es war auf Wasserbasis, was ich so auch noch nie gesehen habe. Bei Puderprodukten, die mit so einem Siphon kommen, wo ihr das Produkt rausschüttet und nicht unbedingt mit einer Quaste oder so reingeht, kann man das auch eigentlich länger benutzen. Hier steht drauf, es ist 6 Monate nach dem Öffnen aufzubrauchen. Aber da geht es wahrscheinlich eher darum, dass nach 6 Monaten dieses nasse Gefühl einfach weg ist. Ich gehe jetzt mit meinem Microfiber Multitool hier rein und sette damit einfach. Wow, das ist so ein schönes Puder. Seht ihr den krassen Weichzeichner-Effekt? Also, was halt schade ist, dieses feuchte Gefühl ist halt nicht mehr drin. Das ging, glaube ich, auch recht schnell weg. So nach 2 Monaten oder so war das auch schon weg. Unter den Augen ist es aber ein wunderschönes Puder und ihr seht sofort, in ganz leichten Schichten funktioniert das natürlich auch noch. So ein Puder kann man auch mal ein paar Tage länger benutzen. Ich gehe jetzt nochmal mit dem großen fluffigen Pinsel hier rein und zette einfach grob das restliche Gesicht und muss sagen, bis jetzt sieht das Ganze gar nicht. Oh nein! Ich habe was vergessen. Ein Contour-Stick von Uoma. Nee, von, wie heißt es? Juvia's Place. Die sind ja damals auch total viral gegangen. Eigentlich ist das ein Concealer, glaube ich, gewesen. Ich schau mal, hier ist noch feucht, kann ich noch benutzen. Das ist auch tatsächlich schon ein paar Tage her. Ich gehe jetzt einfach so ein bisschen mit dem Pinsel, dem Letizia und Maxim Pinsel hier rein und stempel mir das ganz leicht nur hier hin. Was ich hier gesehen habe, der hat, also der ist schon so ein bisschen
heller geworden am Rand, weil natürlich die Feuchtigkeit verloren gegangen ist. Aber an manchen Stellen ist der auch schon so ein bisschen bröckelig geworden. Also den würde ich tatsächlich jetzt auch wirklich entfernen. Hier stehen 24 Monate drauf, wobei ich sagen muss, ja, er gibt halt eine schöne Wärme, muss ich sagen. Den behalte ich, glaube ich. Der gefällt mir echt gut. Schaut mal, wie viel Produkt ich noch hier an meiner Hand habe und ich einfach so eine richtig schöne bronzy Kontur habe. Ich nehme das Puder einmal weg. Und ich liebe die Base. Die Concealer-Kombination, diese Essence Matte und Glory Concealer, Freunde. Gibt es die eigentlich noch? Wisst ihr das, ob es die noch gibt? Die sind wirklich, wirklich gut. Wow. Jetzt kommen wir zu einem Produkt, was ich niemals wegwerfen werde, bis es mir abhanden kommt oder bis es kaputt ist. Das ist das hier. Das ist der Kevin O'Quinn The Pure Powder Glow Blush Soft Coral in Ariana. Dieser Blush hat dafür gesorgt, dass ich viele, viele Tage nur Reis gegessen habe. Ich habe damals ganz, ganz viel Geld gespart, um mir den bei TK Maxx zu kaufen. Habe wochenlang gespart und habe wochenlang darauf gehofft, dass es den noch gibt, wenn ich dann das Geld zusammen hatte. Den gab es auch noch und ihr seht es, ich habe Hit the Pan. Ein wunder, wunderschöner Blush. Ich gehe jetzt hier mit dem Luisa-Pinsel mit rein und gebe mir den einfach rüber. Oh, das ist so eine perfekte Blushfarbe, die so subtil ist. Der riecht noch gut, der sieht noch gut aus. Hier stehen 12 Monate drauf, aber ganz ehrlich, das sind mittlerweile, glaube ich, 4 Jahre oder 5 Jahre schon. Und der funktioniert immer noch und sieht auch immer noch gut aus. Und das ist halt, glaube ich, so ein sentimentales Stück, den ich mir am liebsten einrahmen würde, weil ich da wirklich echt für gekämpft habe, um mir diesen Blush zu kaufen und leisten zu können. Und er sieht halt einfach immer noch wunderschön aus. I love it. Ich möchte jetzt noch ein bisschen Bronzer benutzen. Und da habe ich hier den Rival Loves Me Tropical Bronzer, stellvertretend für den aus der Limited Edition. Ich habe lange, lange überlegt, welchen Bronzer ich benutzen soll. Aber der muss es einfach sein. Das war so einer der ersten Bronzer, die ich überhaupt in mein Make-up gekauft habe oder für mein Make-up gekauft habe. Und das ist auch einfach wirklich ein wunderschöner Bronzer. Ich tappe mir den jetzt einfach hier nur so ein bisschen über die Stirn, um die Farbe der Foundation so ein bisschen anzupassen. Das habe ich damals immer gemacht. Ich liebe den Duft. Er sieht immer noch wunderschön aus. Er sieht besser aus als das Original von Benefit. Wow, Favorite Bronzer aus der Drogerie. Wirklich. Und jetzt ein Produkt, Freunde. Da werde ich ganz sentimental. Erinnert ihr euch noch an diese Schätzchen hier? Das ist der Becca Shimmering Skin Perfector Pressed in Berlin Girl Glow. Dieser Highlighter hat mir meine ganze YouTube-Karriere so ein bisschen ermöglicht tatsächlich, denn als er rauskam, war der natürlich total gehalten. Doch ich wollte dieses Schätzchen hier haben. Man kann sogar noch das Brandenburger Tor ein bisschen erkennen. Ich hatte eine Dame bei Douglas, die mich irgendwie mochte, glaube ich, und sie rief mich an und hat mir gesagt: Hey, ich habe den Highlighter schon. Du kannst den abholen. Und dann habe ich diesen Highlighter geholt, habe ein Video gemacht und das ist total durch die Decke gegangen. Und da bin ich immer noch irgendwie ganz sentimental. Ich habe ihn, ich glaube, seitdem nicht mehr viel genutzt. Das ist schon eine nice Farbe, ne? Der ist so ganz zart. Ich habe auch lange keinen Highlighter mehr so richtig getragen, ne? Man kann ihn ganz leicht aufbauen. Habt ihr ihn noch? Benutzt ihr ihn noch? Boah, der ist schon echt schön gewesen. Was ich jetzt gerne mal damit ausprobieren möchte, ist mit einem Puderpinsel einfach hier über mein komplettes Gesicht zu geben, um mir diese Wet Skin zu erzeugen. Ja, nice. Falls ihr den habt, probiert das mal aus. Wunderschön. Gleich wird's eklig, Freunde. Ich habe hier noch ein Produkt von Benefit. Das ist dieser Brow Contour Pro. Erinnert ihr euch, in der Schule gab es doch diese Stifte, Kulis, die man so ein bisschen umklappen konnte. Da hat Benefit auch mal einen rausgebracht. Ein Highlighter, ein Definer, ein. Und zwei verschiedene Farben. Die Meinungen waren sehr gespalten. Und auch heute muss ich noch sagen, meine Meinung dazu ist gespalten. Man ist halt gar nicht präzise damit irgendwie, ne? Also der ist so unhandlich irgendwie. Die 2017 Maxim Giacomo Gedächtnis-Augenbraue. Augenbrauen sind schon drauf. Dann gehe ich jetzt mal schnell mit einem Bürstchen hier durch. Schon eine sehr akzentuierte Braue, muss ich sagen. Und ich habe die hellere Farbe genommen. Aber das für alle, die noch recht neu sind und auch noch nicht so lange mit dem Make-up-Thema sich auseinandergesetzt haben, das ist halt eine Augenbraue, die war vor ein paar Jahren
war die im Trend. Also, das haben wir alle so getragen oder zumindest sehr, sehr viele. Ich probiere jetzt aber nochmal hier diese Definer Shade aus. Die kann man so ein bisschen rausdrehen und dann. Die Idee war schon ganz nice. Die Umsetzung war halt nur ein bisschen unpraktisch. It's a lot auf Augenbraue, ne? Und jetzt, Freunde, seid ihr bereit für das älteste Produkt, was ich überhaupt in diesem Haus habe? Und zwar eine Lidschattenpalette aus 2003. Das ist die Jeans de Chanel Lidschattenpalette. 2003 ist ein paar Jahre her. Das ist 20 Jahre fast her. Und das ist eine Limited Edition gewesen. Und die sind damals alle komplett durch die Decke gegangen und alle wollten diese Lidschattenpalette haben. Ich habe die geschenkt bekommen von einer alten Arbeitskollegin und ich glaube, wir probieren sie jetzt einfach mal aus, oder? Ich glaube, ich habe die schon mal benutzt. Ist aber schon sehr, sehr lange her. Ich gehe jetzt einfach mit so einem kleinen Pencil-Brush hier in diesen blauen Ton rein. Tatsächlich waren das damals so Farben, die waren total beliebt. Oder erinnert ihr euch noch an die Zeit, so Silber-Lidschatten, so purer silberner Lidschatten? Die ist aber noch gar nicht so schlecht. Also im Verhältnis zu den heutigen Blautönen muss ich sagen, habe ich jetzt mit was anderem gerechnet, dass sie eher so ein bisschen softer ist. Aber das ist okay. Ich habe mal auf eBay vorhin geguckt. Die Lidschattenpalette wird für 197 Pfund auf eBay gehandelt, was natürlich eine Menge Schotter ist für eine Lidschattenpalette, die 20 Jahre alt ist. Aber ich glaube, weil das halt so eine Limited Edition war, ne? Ich bin auch nur ganz, ganz vorsichtig hier ran. Und die Leute haben damals wirklich, ich habe nachgeschaut, die sind Chanel die Hütten eingerannt damals für diese Jeanspalette. Ich nehme hier einen sauberen Pinsel und gehe hier in den hellen Ton und blende hier jetzt einfach nur mal so ein bisschen lang. Es wird heute eher so ein softer Look. Falls ihr die Palette damals schon gehabt habt, ich weiß, ich habe auch ein paar Mäuse hier in der Community, die 2003 auch schon Make-up getragen haben, schreibt mir gerne mal eure Erfahrungen zu diesem Produkt. Vielleicht hat die ja auch noch jemand in seiner Kollektion, dann schreibt mir das mal gerne. Und ich muss auch sagen, die haben das echt gut gemacht, ne? Diese Farbzusammenstellung. Wir haben vier verschiedene Blautöne, die aufeinander abgestimmt sind und die gut miteinander funktionieren. Das war ja damals, war das eher so ein bisschen schwarz, grau und weiß. Und du musstest das dann irgendwie gucken, dass es funktioniert und vielleicht noch einen Silberton. Das ist hier ja wirklich ein Knaller. Ich gehe jetzt hier mal in diesen dunklen Ton. Schon ein krasses Ding. Ich finde es ehrlich gesagt gar nicht schlecht. Alright, das ist erstmal, ich lasse das jetzt erstmal so und ziehe mir mal flink einen Eyeliner. Ich habe zwar keine alten Eyeliner, ich habe aber einen blauen. Und das ist der neue hier von River Loves Me. Nur für so einen kleinen Effekt außen. Ganz ehrlich, ich finde es gar nicht so schlecht. Ist mal halt was ganz anderes. Jetzt im Vergleich zu diesem Blau kommt dieses alte Chanel Blau gar nicht mehr zum Vorschein. Oder zumindest nur ganz, 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 ganz hart. Ich finde aber, der Vibe hat jetzt gezählt. Solange der Eyeliner antrocknet, benutze ich einen Liquid Lipstick. Und das ist Candy K von Kylie Cosmetics. Was habe ich damals die Hütte heiß gemacht, um dieses Ding zu kriegen? Und ich habe es rauf und runter getragen. Ich habe damals noch kein Make-up richtig getragen. Nur diesen Crusty Ass Liquid Lipstick mit 100 Euro Shippinggebühr und Zoll und was weiß ich. Wirklich von der Hand zum Mund gelebt und um diesen Lippenstift zu haben, dann kam die falsche Farbe, dann habe ich nochmal bestellen müssen, dann hatte ich Candy K. Kylie war damals die Ikone für mich überhaupt. Es gab halt auch keine andere Person damals für mich, zu der ich so ein bisschen ja, hochschauen konnte. Und sie hat einfach das gemacht, was ich immer machen wollte. Make-up. Und kam dann mit Candy K raus. Das müsste jetzt die neue Formulierung sein, soweit ich weiß. Ich nehme jetzt hier einmal einen Lipliner. Das ist tatsächlich auch schon so ein 90s-Look, ne? Am besten noch einen schwarzen Lipliner und nichts auf die Lippe. Und jetzt benutzen wir Candy K. Ich habe mir den immer viel, viel kühler vorgestellt. Die Kombination mit dem Lipliner ist aber eigentlich gar nicht so schlecht. Man darf nicht viel benutzen, weil der so crusty wird und so trocken wird und die Lippen so maßlos austrocknet. Ich finde, die neuen sind nicht viel besser als die alten, muss ich ehrlich sagen. Die Kombination ist aber gar nicht schlecht. Als Mascara benutzen wir die Maybelline Sensational Mascara. Auch die müsste schon ein paar Tage älter sein. Und hier stehen 6 Monate drauf. Ich bin tatsächlich bei Mascara ganz besonders vorsichtig. Also eigentlich
Außer die, die ich regelmäßig benutze, kommen weg. Aber sie sieht wunderschön auf den Augen aus. Wahrscheinlich habe ich morgen eine Augeninfektion. Egal, alles für die Videoclicks. Und das, Freunde, ist mein Make-up mit den ältesten Produkten. Ich muss sagen, so schlecht finde ich es tatsächlich jetzt gar nicht. Es gibt mir irgendwie so ein 2003-Vibe. Tatsächlich durch diesen blauen Lidschatten. Qualitativ war das aber alles noch in Ordnung. Trotzdem, als kleinen Gedankenanschluss für euch, schaut bitte eure Produkte durch, vor allem die Lippenstifte und die Mascaren, welche ihr jetzt mittlerweile wegmachen könnt. Ich habe natürlich einige schon in den letzten Monaten hier aussortiert, die wirklich schon schimmelig waren. Aber ich bin gespannt, welche eure ältesten Produkte sind. Schreibt mir das gerne in die Kommentare. Ich freue mich auf eure Reaktion. Ich freue mich auf eure Nachrichten und würde vorschlagen, wir sehen uns ganz bald hier wieder. Tschüss!